Überparteilichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass man Positionen aus mehreren Lagern auch hat. Wenn ich sehe, hier die Sardinen, und es hat jeder Mensch und jeder Bürger das Recht, auf der Straße zu gehen und für seine Positionen zu demonstrieren, sich einzusetzen, das braucht man gar nicht in Frage zu stellen. Die Überparteilichkeit stellt sich, also sehe ich hier nicht, denn ich sehe nicht, dass irgendwelche Positionen auch der Mitte oder sogenannten Rechten übernommen werden. Es sind immer Positionen der Linken, das drückt sich in diesen Bewegungen ganz klar aus, und das ist auch ihr Recht, aber das sieht man ja auch, welche Politiker sich da auch verbünden und in die Reihe stellen. Und da muss man sagen, wenn sie eine wirkliche Überparteilichkeit hätten, dann wären sie so zum Beispiel, wie es die Grünen in Dänemark waren, die eben in der Migrationsfrage ein rechtes Thema, hier auch eine ideologische Wende geschafft haben und gesagt haben, das müssen wir machen, hier müssen wir die Zügel straffen. Die waren damit sehr erfolgreich. Das wäre mal vielleicht etwas, das auch die Linke ausbrechen könnte und sich wirklich auch diesen Themen widmen könnte. Was das Interessante aber an der Bewegung ja ist, das ist ja Folgendes, dass wir normalerweise eine große Kundgebung und Proteste gegen die Regierung haben. Das ist eigentlich das Klassische in einem europäischen Staat, dass man, wenn wir Demonstrationen haben, dann wird gegen die aktuelle Regierung demonstriert, da will man eine Veränderung. Wir haben eine linke Regierung, PD Cinque Stelle in Italien, und jetzt sind die Linken auf der Straße, die sozusagen demonstrieren. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen ein Vorwahlkampf, um diese Kräfte auch wieder nach vorne zu bringen. Dann sage ich noch gleich eines dazu, dass man wirklich sagen muss, warum ist denn Salvini überhaupt stark geworden? Das ist der Versagen der ehemaligen Regierung in Italien. Hätten die Hausaufgaben gemacht, hätte links oder Mitte links die Hausaufgaben gemacht, hätte sie die Wirtschaft auf die Reihe bekommen, hätte sie auch in der Migrationsfrage konkrete Lösungen gebracht, dann wäre Salvini nicht so stark geworden. Es liegt natürlich sehr nahe, dass sie die gleiche Entwicklung nehmen, aus dem einfachen Grund, wir leben in einer Demokratie, wir haben regelmäßig Wahlen, bei uns wir sind nicht direkt demokratisch, wir haben parlamentarische Demokratie, das heißt, bei uns wird über die einzelnen Parteien in den verschiedenen Gremien, Gemeinderat auf Landesebene oder eben auf römischer Ebene dann gearbeitet und dort die politischen Inhalte umgesetzt. Also das liegt natürlich nahe, dass sie diese Entwicklung machen würden, aber viel interessanter ist ja ein Aspekt. Wenn unsere Autonomie wirklich so stark wäre und wir eine echte Selbstverwaltung hätten, dann würden wir dieses Problem, das ja ein inneritalienisches Phänomen ist, was zurzeit passiert, dann würden wir uns dieses Thema gar nicht von außen aufdrücken lassen, denn dann bräuchten wir das nicht. Natürlich sind große Menschenbewegungen beziehungsweise auch die Medien, die den Fokus darauf legen. Zum Beispiel haben wir jetzt die Sardinen, über die auch in Südtirol ausführlich gesprochen wird, die großen Demos, die es in Deutschland zum Beispiel die Bauerndemo gegeben hat, gegen bestimmte Entscheidungen der Bundesregierung im Deckmantel des Klimaschutzes, da haben wir weniger gehört. Aber unabhängig davon muss man sagen, unser Sozialstaat, unser Rechtsstaat braucht eine gesunde Wirtschaft, damit das Soziale abgedeckt ist. Wir brauchen Mechanismen und auch neutrale Berichterstattung. Das heißt, dass hier diese Chance... Lassen Sie mich das fertig ausführen. Es geht darum, in der Umsetzung dann, eines ist, was ich mir wünsche. Das andere ist, was hat eine Gemeinde, fangen wir bei der kleinen Einheit an, oder ein Staat für eine Verantwortung für sein Land. Ich kann nicht das, was seit 200 Jahren, wenn wir jetzt beim Klima zum Beispiel bleiben, was man eine Industrialisierung, die 200 Jahre gedauert hat, ich kann das nicht innerhalb von 5 Jahren auf Null stellen. Da brauche ich verantwortungsvolle Lösungen, die eben nicht pauschal einherkommen. Ja. Die Menschen, die mich kontaktieren als Politiker, die sind da viel konkreter. Die haben ganz klare Probleme. Die haben Probleme, weil sie sich die Wohnung nicht bezahlen können, weil sie sich verschulden müssen, bis sie 60 sind. Die haben Probleme, weil sie in Altersarmut geraten. Die haben Handwerker, kleinere Betriebe haben Probleme, weil die Bürokratie sie fertig macht. Das sind die konkreten Sachen und Forderungen, die an die Politik gestellt werden, die wir lösen müssen. Und ich glaube, dass diese Bewegung diese Probleme nicht lösen wird. Ich habe Angst, dass es Ihnen gleich gehen wird, wie Sie es vorher gezeichnet haben, das Bild der Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung, dass man wirklich hier auch dann den politischen Fortsatz sucht und in dem Moment, wo man aber auch Verantwortung trägt, denn eines ist Forderungen stellen oder auch etwas zu kritisieren, durchaus legitim. Aber jeder, der in einem Gremium drinnen ist, der weiß, ich muss verantwortungsvoll handeln, um Probleme, konkrete Probleme zu lösen, der muss dann auch Antworten bieten. Und hier kommen ja zurzeit keine Antworten, sondern einfach, es wird gesagt, was mir nicht gefällt. Aber eine Antwort, eine lösungsorientierte, die haben wir da hier nicht.